Hallöle, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen, sagen wir, Let's Play oder Let's Test. Ich weiß es nicht genau. Wir spielen Minecraft, aber natürlich nicht das ganz normale Minecraft, sondern ein paar Server, die sich Team Fortress verschrieben haben. Ja, okay, dann nehmen wir einen anderen. Der ist auch voll. Dann machen wir mal den ersten. Der ist auch voll. Die sind ja alle voll, die. Machen wir mal den fünften. Gut, der ist nicht voll, obwohl er gerade voll stand. Okay. Ist halt ein ganz normales Spiel und hier kann man die Klassen sehen. Ist halt genauso wie, wie nennt man das, wie Team Fortress. Ich nehme den Pyro und ab geht der Feuerregen. Falls ihr das spannend findet oder so, wird es mehr davon geben. Ihr könnt natürlich sagen, wie ihr es findet. Und heute ist leider so ein Tag, wo das Spiel extrem leckt. Ich weiß auch, keine Ahnung habe ich warum. Und extrem schlimm ist das. Und ich habe gerade eben schon ungefähr, wie nennt man das? Ich bin so doof. ich habe ungefähr schon eine Stunde, anderthalb aufgenommen. Und dann habe ich bemerkt, dass das einfach nicht aufgenommen hat. Also ist sauber wie immer gewesen. Meine ganzen schönen Aufnahmen waren total verpatzt und ja. Und halt, falls ihr das noch mehr sehen wollt von Minecraft, überhaupt von Minecraft, genau, da sieht man schon wieder diesen Laggen. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Das ist bei allen so. Also, falls ihr noch mehr von überhaupt Minecraft sehen sollt, ich habe den Shatterpack installiert, falls ihr es wissen wollt. Und falls ihr überhaupt noch mehr von Minecraft sehen sollt, schreibt es in die Kommentare, ob ihr das hier scheiße findet oder gut. Ja, schreibt es. Ich finde es eigentlich sehr geil. Ich kann es auch mal mit, also ich würde es gerne mal mit Freunden spielen, die dann Lust haben, sowas mal zu machen. Mit mir sowas zu spielen, weil das macht schon episch Fun. Und da hat man gerade gesehen, das war der Sniper, der macht dich mit One-Hit. Der stärkste überhaupt ist der Heavy. Der ist unbesiegbar eigentlich bei Minecraft hier. So gut wie. 1 gegen 1 ist der Heavy unbesiegbar. Auf jeden Fall. Und vielleicht merkt man es, meine Lust ist gerade ein wenig vergangen wegen diesen gottverdammten Stunden, die ich aufgenommen habe. Wenn ihr Lust habt, lustig seid, könnt ihr auch mal schreiben, wie ihr das alles findet, was überhaupt ich auf YouTube mache, wie ihr das Video fandet. Am besten mit einer... Wow. Okay. Am besten würde ich es finden, wenn ihr die beantwortet, meine letzte Bioshock Infinite, wie ihr meine Interpretation dieses Spiels empfunden habt, weil ihr habt ja schon tausende von Kommentaren geschrieben, was ich sehr, sehr gut finde. Wahrscheinlich ihr das findet. Also, ich kann gerne wieder Antwort machen, wie ihr das interpretiert habt. Das würde mich sehr interessieren. Ja. Und jetzt genießen wir erstmal das Spiel. Genießen bei diesem Laggen. Kann man doch gar nicht. Ja, ist klar. Okay. Ziemlich ruhig gerade. Ist das ein Gegner? Nein. Man sieht halt an diesen roten Ballen hier, ich bin... ich bin Team Rot. Und wir müssen halt die Blauen abmurksen. Die Blauen müssen uns abmurksen. Wenn du Team Blau bist, musst du mich abmurksen. Und ja, sowas könnte man natürlich auch mit euch zusammenspielen. Mit euch Leuten da draußen, die da dieses Video jetzt gucken, könnte man natürlich, wenn ihr... Könnt ihr ja mal so... Ich weiß nicht. Kann man ja... Es gibt ja diverse Möglichkeiten, wie man so etwas machen kann, dass viele Leute mitspielen können in solchen Sachen. Und es laggt so extrem gerade irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum, woran es liegt. Wahrscheinlich sind die Server überlastet. Bin ich selbst. Mal, das zerstört wirklich den Spielspaß im Moment. Da ist natürlich keine Chance, die wenn so direkt. Ich habe aber jemanden gekillt. Steht da unten. Ja, auch wenn ich es nicht glaube. So, weiter geht's. Ach, das hier ist das rote Gebäude und das da sind die blauen. Ist lustig. Wenn es nicht so lecken würde, würde es sogar Spaß machen. Sogar sehr sogar. Letzte und
waren auch gute Sachen dabei, auch coole Missionen und sowas, coole Maps. Und jetzt passiert sowas, also dass es so doll laggt, meine Sound weg ist und ich gar nicht mehr was machen konnte, finde ich sehr tragisch, also tragisch. Einfach zum Weinen, zum Heulen. Eine tragische Geschichte für ein tragisches Leben. Ja. Ist nichts im Vergleich zum 11. September. Weil im 11. September sind ein paar Leute gestorben. Und Alter, was laber ich hier gerade? Okay, ich sollte aufhören. Und ja. Ich finde, würde euch wirklich fragen, wie ihr meine gesamte Arbeit findet. Ich würde es euch gerne mit euch verbessern. Ja, was ihr davon haltet, wie ihr es besser finden würdet. Worauf ich mich beziehen sollte, ob ich weiterhin diese lieber Let's Talks machen würde oder lieber Let's Plays. Weil Let's Plays machen mir eigentlich sehr Spaß und ja. Auch Let's Talks sind natürlich nicht zu verachten. Und ja, das wollte ich euch einfach fragen, ne? Das ist natürlich. Okay, irgendwie ist der Pyro, also das Spiel hier gerade jetzt extrem langweilig. Ich suche mal mehr einen anderen Server, weil die Map ist, gefällt mir irgendwie nicht. Nehmen wir mal die Nummer 8. Okay. Ach. Okay, Klaas, nehmen wir diesmal den Heavy. Der ist nämlich sehr gut. Mist, ey, immer diese Leute, die von hinten kommen, ist genauso wie die Schurken bei WoW, ey. Nicht feierlich. Überhaupt nicht feierlich. Da hinten ist blau. Und ab mit dem Feuer. Ich merke man, ich spiele gerade im Moment Warhammer, Dawn of War, die guten Tau-Soldaten. Die sagen das ja immer. Alter, ich bin gerade an Rampage. Ich habe keine Lust mehr. Ich würde ganz schnell weg. Ganz schnell, obwohl ich, also der Heavy hat natürlich verlangsamen, weil er so extrem stark ist. Jetzt irgendwie nicht mehr. Ach, wenn man springt, ist man schneller. Sauber. So, jetzt haben wir wieder alle Munition. Diese kleinen Dinge da auf dem Boden sind halt die Munitionspacks, die man haben kann. Cool. Ich bin unsterblich. Ja, der Heavy ist einfach so okay. So, ich weiß nicht, wie viel sie schon mit Loot, ja, ich hab gerade gesehen. Ey, du hast mich voll getötet, ich finde nicht korrekt, ne? Egal. Okay, ich hab gerade irgendwie ziemlich viel. Das finde ich nicht so nett, ne? Das ist unnötig. Naja. Find das ein bisschen, also unfair so. Ich weiß auch nicht. Sauber. Mist. Irgendwie ist es im Moment gerade irgendwie schwer. Weiß auch nicht warum. Wie ist das? Also irgendwie reden, weil ich ja schon seit einer Stunde aufgenommen habe. Noch nichts dabei rausgekommen ist. Das regt mich ein bisschen auf und deswegen ist es gerade schwer zu kommentieren. Aber ich höre schon. Ja. So wird es gut aus. Und ja. Man hat schon gesagt, dass ich das hier eigentlich gerne mal mit Freunden spielen will. Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich habe ich das schon gesagt. Aber ich würde es sehr gerne mit Freunden spielen, die sehr sympathisch sind. Und ich möchte euch für meine für eure Freundschaft bei mir in diesem Video bedanken, obwohl ihr es wahrscheinlich nie sehen werdet. Ja, finde ich sehr schön. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da drauf Bock habt, wenn ihr das mitspielen wollt. Und ja. Na, wir haben gewonnen. Und jetzt wird bald eine neue Map gehostet. Okay, die kenne ich gar nicht. Sieht irgendwie geil aus. Doch, das ist doch. Ah, die Map kenne ich von Team Fortress an sich. Vom echten Spiel. Das ist natürlich nachgemachte Map von echten Team Fortress. Okay, das ist, wo man die Rakete starten muss mit dem anderen Team, glaube ich.
Ja, okay. Ja, das müsste sie sein. Wow, was ist denn das? Ja, sauber. Da unten diese Lebensanzeige, also die, wie viele Points man hat, ist die Anzeige, wie viele Points man hat. Aber, also Elevators, natürlich. Ist natürlich wie viele, also wie stark man ist, wie gut man ist und whatever halt. Ich habe jetzt nur Leben, weil ich so schlecht bin. Mami. Man könnte natürlich auch sagen, wenn ich Musik reinmachen soll, also reinschneiden oder beziehungsweise mit anhören, ob ich das machen soll oder ob ich das bleiben lassen soll. Kommt natürlich auch darauf an, was für Musik ich dann hier reinmachen soll. Ich bin natürlich, also ich rede jetzt ein bisschen schnell. Ich bin Ärztefan, ziemlich großer. Ich war auf bis jetzt ein Konzert. Ah, natürlich, also dieses Jahr geht wieder auf ein anderes, also auf ein neues Ärztekonzert und ich würde also ziemlich gerne Ärztemusik reinmachen, aber wenn ihr also andere Musik reinmachen würdet oder beziehungsweise ob ihr diese Musik überhaupt mögt oder welche Musik ich halt reinmachen sollte, liegt bei euch und ich würde mich freuen über, ob ihr mir was sagt, was ich hier machen soll oder ob ich es überhaupt nicht mit der Musik unterlegen soll. Ja, ist natürlich eure Entscheidung. Ich habe gerade einer mit meinem Bogen gekillt. Ich habe nicht mehr meine Waffe. Ja, so. Ja, das ist natürlich geil. Oder, also ich mag auch Farin Urlaub, also ist ja der Milizsänger der Ärzte, aber von seiner Band, also Solo-Karriere mag ich auch die meisten Lieder. Und natürlich mag ich auch ziemlich, Racing Team, Farin Urlaub, Racing Team, Kurt. Eigentlich höre ich nur Deutschrock von den Ärzten. Ich kenne fast jedes Lied auswendig. Ja. Ich bin schon, oh, das war krass. Ich bin schon ein Ärzte-Fan. Welche Musikrichtung würdet ihr denn mögen? Einfach in die Kommentare reinhauen und freuen wie ein cooler Keks. Ja, natürlich, ich hatte weniger Leben. Ich kann gar nicht gewinnen gegen so was. Doch, ich hab jemanden gekillt. Block Bulla. Oh, ist ein scheiß Name. Ich hätte mich wahrscheinlich Waffel-LP nehmen wollen. Ich bin für Waffel-LP, ja. Lack wie, lack wo, lack was, lack warum. Lack wieso, weshalb, warum. Oh, wo. Wohl unsichtbar. Scheiße. Ja. Ich habe gerade irgendwie gar keine Ahnung, worüber ich komme. Ach so, ich mache hier erstmal natürlich einen kleinen Cut. Ich bin schon über der Zeit ein bisschen. Und ich bin gerade ein bisschen nervös. Naja, bis gleich.